Und da bin ich wieder, euer Mr. Jolex. Habe mich leider vertan beim letzten Mal. Ich heiße ja nicht Mr. Lex. Jo, ich heiße ja Mr. Jolex. Mein Kanal heißt so. Das ist das Einzige, was ich weiß. Also. Ja, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Dass mein Kanal so heißt, genau. Ja, und wie soll ich jetzt dahin springen? Ich will da nicht springen. Ich schaff das eh nicht. Echt. Mann. Gibt's hier irgendwo? Ah, doch, doch, da ist noch. Es tut mir leid. Jetzt müsst ihr euch wieder alles anschauen. Aber das geht schnell, geht schnell. Ich habe es beim ersten Mal geschafft. Ich habe kapiert, ich muss nicht auf die Seite, wo ich vorher gesprungen bin. Ich muss auf die andere Seite. Tja, da ist sie ja. Ah, logisch. Gut. Dann machen wir mal weiter hier. Und geht ja eigentlich schnell. Und hep. So. Ich bin hier. Ich bin hier. Wie Gang sagen würde, ich bin hier, Schnabeltier. Ah, Schnabeltier. Warte mal kurz. Ah ne. Weiter geht's leider nicht. Ziehen erstmal das bis zum Ende. So. Springen da runter. So. Und hip und hip. So. Guck mal. Weiter ging's ja nicht, oder? Nee. Da frage ich mich, was soll ich machen? Mann. Mann, Mann, Mann. Gut. Okay. Ich denke mal gerade nach. Was? Wie schaffe ich es, dahin zu kommen? Ne, springen tue ich da nochmal nicht, da ich Angst habe, dass ich wieder einen Fehler mache. Da, also hier kann ich nicht hin. Da habe ich ja gesehen. Hier kann ich nicht hin. Hier kann ich auch nicht hin. Und was mache ich jetzt?
Hier kann ich auch nicht. Oder doch? Ich kann auch so. Ja, bringt mir aber nichts. Bringt mir aber kaum was. Oder? Geh mal zurück, ich will nicht noch was. Ja, okay, ich schaffe es. Dahin zu springen, das schaffe ich ja. Ob ich das. Ne, ja, das nächste Mal schaffe ich auch noch. Ah, da ist eine Leiter. Okay. So. Hopp, das hätte ins Auge gehen können. Und ich bin gleich da angelangt. Yay! Das ist doch schon mal eine gute Nachricht für uns. Ja, ist echt gut, ja. So. Ja, hier komme ich nur hin mit ihr. Mit meiner Freundin. Soll ich das Boot ziehen? Oder? Warte mal. Ziehen kann ich das auch nicht. Ah, okay, hier ist eine Klippe. Kann ich auch. Das ist gut. Gehen wir mal weiter hoch. Yeah. Was ist das? Und das hat die Kräfte von, ja, von meiner Freundin. Und ich glaube, ich kann dann damit. Echt schick. Vielleicht kann ich jetzt damit das Tor öffnen. Königliche Waffe. Waffen. Waffe. Aber dass da genau ein Schwert liegt, finde ich irgendwie komisch, ja. Sind wieder hier.
Stein. Was ich machen muss. Soll ich warten, bis alle leuchtete? Haut ab! Ich denke, ich muss warten, bis alle erleuchtet sind. Glaube ich mal. Okay, das hat irgendwie keinen Sinn. Denn
alle Sachen, alle Dinger sind. Ja, ist vorbei. Gut, ist vorbei. Das waren alle Seelen wahrscheinlich von diesen Gräbern. Außer das eine, wo ich entkommen bin. Ja. Sie ist versteinert. Könnte sie auch nicht mit dem Schwert befreien. Also. Wo ich jetzt hinkomme. Mich das erschrocken, ey. Ey, sie hat mich voll erschreckt. Boah. Was willst du? Was hast du ihr angetan? Sei still, Junge, du bist so spät. Mein Körper ist zu alt und wird nicht mehr lange leben. Aber Yoda verleiht mir die Macht, wieder aufzuerstehen. Ein Körper für meinen Geist zu sein, ist mir nur bestimmt. Wenn sie das nächste Mal erwacht, wird Yoda nicht mehr sein. Nun legt das Schwert nieder und geht. Das wäre auch ihr. Ich blute. Du nervst, Junge. Willst du unbedingt sterben? Nako. Das Horn ist abgebrochen von ihm. Ich darf mich nicht versteinern lassen. Ich habe nur nachgezählt, wie lange sie braucht, bis sie das nächste Mal nochmal macht.
uns das. Ah, da ist das Schwert. Sorry. Leider zum zweiten Mal gestorben. Okay, nicht hier. Wo ist es? Oh, das ist aber ein aufregender Kampf. Ob ich nur auf sie einschlagen muss? Ich hoffe, das ist jetzt der letzte Angriff. Ich hätte es fast geschafft. Fast. Mann. Leute, das seht ihr. Okay, nee, ich mach das noch zu Ende. Ich bringe es zu Ende. Ich wollte eigentlich den Part beenden, aber ich bringe das hier zu Ende. Das kann doch nicht sein, dass ich sie nicht. Ja, was habe ich hier? Thank you.
Schwert liegt da. Und ich gehe langsam nach. Ich muss aber echt sagen, die Musik ist richtig gut. Und alles. Ja. Alles geschafft. Ja, da kann niemals aus diesem Schloss fliehen. Selbst wenn du mich tötest. Auch das soll dauern, das ab. Was passiert? Was passiert jetzt? Jorge da. Sie hieß Jorge. Alles bebt, alles wird zerstört. Hinaus. Thank you.
Und das war's mit dem grandiosen Spiel. Ich muss ernsthaft sagen, das ist ein wahres Meisterwerk. Da ich mich... Ich bin echt sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bis zum Schluss war alles spannend, ja. Ich hab gedacht, die kommen noch am Ende zusammen. Alko und Jorde. Aber leider ist es nicht so passiert. Jorde musste da bleiben, weil sie kann... Es wurde gesagt, sie kann nicht von der Insel fliehen. Aber da die Insel versunken wurde, ins Meer gesunken ist, glaube ich auch nicht, dass sie irgendwann mal wiederkommt. Nun, das war's eigentlich mit dem Let's Play von Alko. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und wenn ihr das ganze Abenteuer nochmal durchspielen wollt, alle die ganzen Gefühle mitfühlen wollt, also ich habe wirklich von Anfang an habe ich immer mitgefühlt. Also ich hatte gedacht, ich habe mich immer wohl gefühlt, wenn Jorda bei mir war, wenn ich ihr die Hand geben konnte. War immer erschüttert, wenn ich gesehen habe, dass sie von diesen finsteren Monstern weggenommen wurde. Egal, aber ich kann euch wärmstens empfehlen, dieses Spiel einfach selber mal durchzuspielen. Es ist wirklich sehr gut. Und da sieht man die Voice Actors. Kazuhiro Shindo hat Aiko gesprochen, die Ryoko hat Yoda gesprochen und Misa hat die Königin, wurde von der Königin gesprochen. Nun, hier sieht man die ganzen anderen Mitarbeitern von Aiko. Natürlich glaubt man, dass wirklich so viele da mitgemacht haben. Also das ist natürlich selbstverständlich. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das auch noch auf der PlayStation 2 war. Dass dieses Meisterwerk so lange mir vorenthalten wurde. Also ich habe es erst gesehen. Ich wurde erst darauf aufmerksam, als die HD Collection rauskam. Und da habe ich gedacht, das sieht eigentlich sehr echt schön aus. Ich habe mir auch die Trailer alle angeguckt. Und alles andere. Und ja, habe ich gesagt, versuche ich es mal. Als erstes habe ich Shadow of the Colossus angetestet, weil ich gedacht habe, wow, das ist aber ein riesiger Koloss. Und wenn man sich überlegt, dass man diese eine Person ist. Aber ich glaube, wenn ihr noch nicht Shadow of the Colossus gespielt habt, dann spielt das auch mal. Weil ich werde das wirklich auch noch für euch let's playen. Ich weiß nicht, ob die beiden Stories was miteinander zu tun haben, aber es wäre auch gut, wenn Aiko eine eigene Story ist und wenn das auch so bleibt. Und hier ist noch ein letztes Video, ein letzter Cutscene, was mit Aiko wahrscheinlich passiert. Ja, Aiko ist da auf dem Boot. Seine Hörner sind weg. Okay, sind nicht ganz weg, aber man sieht, dass die Hörner ein wichtiger Bestandteil von dem sie ist, weil blutet sogar aus dem Hörner. Dann kann ich verstehen, der Okay, ich sehe gerade, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Wir sind auf dem Strand. Wo sind wir hier? Okay. Aber auf jeden Fall, das war wirklich ein tolles Abenteuer mit Jorda und so.
Ich bin froh, dass Aiko noch am Leben ist. Dass Yoda vielleicht noch irgendwo am Leben ist. Vielleicht sieht man die irgendwann wieder, vielleicht, aber weiß ich nicht. Ich gehe mal weiter den Strand entlang. Vielleicht. Ah, warte, wer ist das? Das ist doch nicht. Das ist die Order. Sie wurde auch weggespült, oder? Sie ist noch am Leben. Das ist. Ich sag's euch, das Spiel ist der Hammer. Das bleibt wirklich bis zum Ende spannend. Und jetzt habe ich sogar noch erfahren, dass Yoda noch am Leben ist. Oh mein Gott. Okay. Für das gesamte Spiel habe ich 6 Stunden und 27 Minuten und 37 Sekunden gebraucht. War aber auch ganz okay. Die Story ist echt gut. Habe ich ja schon. Ich wiederhole mich. Die Story ist richtig gut. Und das war's mit Aiko. Ich verabschiede mich hiermit. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr euch das Spiel wirklich mal holt, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und ja, das war's. Hier ist noch ein letztes Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Mr. Yonex. Bis dann.